Wir kämpfen um urbane Freiräume auf dem Wasser, denn Wasser ist für alle da. Während halt viele andere Freiräume verschwinden, wird dann hier auf das Wasser zurückgegriffen. Leben auf dem Wasser ist eine Alternative. Was Vergleichbares auf dem Süßwasser. Hier in Berlin gibt's nicht. Ich bin Anna, ich bin von der Anarche und Stadtforscherin. Deswegen habe ich eine ganz besondere Beziehung zur Rumsburger Bucht und zu den Entwicklungen hier. War sowieso schon schwierig, gerade in einer Stadt wie in Berlin einen Ort zu finden, den du selber mitgestalten kannst. Und das ist auf dem Wasser einfach eine andere Ausgangslage. Wir sind hier an der Rummelsburger Bucht. Hier gab es bis vor gar nicht so langer Zeit sehr, sehr viel Industrie und Gewerbe. Und dann hat sich das alles so ein bisschen entwickelt als Freiraum für Kunst und Kultur, bis dann die Bodenwerte so hoch gestiegen sind, dass es wieder lukrativer wurde, hier zu bauen. Mittlerweile musst du für eine etwas über 100 Quadratmeter Wohnung im Neubau über 1 Million Euro blechen, was natürlich dann auch so ein bisschen zeigt, wer hier an die Bucht ziehen kann und wer nicht. Wir stehen hier vom Eingang der Rummelsbucht oder eben was von dem Club noch übrig geblieben ist. Wie man sieht, leider nicht besonders viel. In Berlin sind in den letzten Jahren einfach so viele linke Orte geräumt, aufgelöst worden oder verdrängt worden. Dadurch, dass es einfach total schwierig ist, Räume an Land zu finden, die eben nicht der Gentrifizierung weichen müssen auf lange Sicht oder die nicht verdrängt werden, war der Weg aufs Wasser irgendwie auch so ein bisschen logisch. Wir sind hier auf der Anarche. Die Anarche ist ein Kollektivboot. Wir machen hier Politveranstaltungen, haben Kooperationen mit sozialen Trägern, mit geflüchteten Organisationen und so weiter. Aber das, wofür die Anarche eigentlich bei den meisten Leuten bekannt ist, sind nun mal einfach die Kulturveranstaltungen. Und das sind unter anderem Theaterstücke, die wir hier aufführen. Das sind Musikveranstaltungen, Konzertfahrten. Also es ist sozusagen alles möglich. Also ich habe vorher noch nie auf dem Boot gespielt und ich finde es schon eine Besonderheit alleine irgendwie, dass sowas auf dem Boot stattfinden kann und dass hier so viele Leute involviert sind. Das ist eine ganz besondere Atmosphäre, finde ich auch. Und natürlich das Besondere ist dran, also packst halt, keine Ahnung, 80. Wie viele Leute passen drauf? 80? 80? Manchmal mal 6 Stunden oder 4 Stunden auf dem Boot und dann passiert schon die geile Party, sag ich mal. Seit 8 Jahren ist die Anarche mittlerweile auf der Rummelsburger Bucht oder in der Rummelsburger Bucht. Und seit der Zeit sind noch mehr Boote dazugekommen und sehr, sehr viele Boote geblieben. Da sind Einzelpersonen mit dabei, da sind Kollektive mit dabei, da sind Menschen mit dabei, die hier leben. Hallo, ich bin Lou. Hi, ich bin Manu. Wir wohnen auf der Bucht seit 2018. Also hier geht's rein. Hier kommt man in so einen Korridor ein. Die Riesen. Schlafzimmer. Die Riesen Suite. Arbeitszimmer. Küche. Und Esstisch. Da gibt es noch ein Badezimmer. Für mich, was ausschlaggebend war, war wahrscheinlich so diese Besessenheit vom Wasser. Und dann natürlich auch, dass die damalige WG-Situation sich aufgelöst, mehr oder weniger. Und irgendwie war klar, also jetzt nochmal eine Mietwohnung suchen, no way. Mit diesem neuen Blick aufs Wasser halt gemerkt, oh, in Berlin gibt es ja auch voll viel Wasser und da leben ja auch Menschen, war das dann eigentlich für mich ziemlich logisch der nächste Schritt. Es gibt oft Tage, wo wir gar nicht an Land kommen oder vielleicht 2 Tage sogar. Einfach so, aber auf dem Wasser unterwegs. Ne? Wir besuchen dann Freunde, sagen da Hallo. Also leider nicht, gibt es kein Späti am Wasser. No, no. Aber es kommt. Was denn? Späti.
ich hatte schon mal ein bisschen Angst, irgendwie auf dem Wasser zu ziehen, weil wer weiß, ob das überhaupt klappt, in 16 Quadratmeter zu zweit zu wohnen. Aber es war die beste Entscheidung. Wir sind ja immer noch da nach 5 Jahren. Und sowas hätten wir nie gedacht eigentlich. Man muss auch dazu sagen, dass Manu ist Zimmermann ausgebildet und ich bin Architektin ausgebildet. Es war auch die Gelegenheit, irgendwie ein Projekt auszuprobieren. Die Entscheidung, aufs Wasser zu gehen, ist für sehr viele Menschen auch eine freie Entscheidung. Natürlich passiert es auch mal, dass Menschen keine andere Wahl haben, dass sie sich vielleicht die Mieten nicht mehr leisten können und deswegen an ein Boot kommen und dann sozusagen auf dem Boot weiterleben. Aber in den meisten Fällen sind es Leute, die Lust haben, auf dem Wasser zu leben, die das als aktive Entscheidung treffen. Mein Name ist Jan Ebel, auch Rockfisch genannt, und ich bin mittlerweile seit 12 Jahren hier auf der Bucht. Ich bin aus Wasser gezogen, eigentlich ziemlich organisch. Ich bin schon immer leidenschaftlicher Naturliebhaber und Angler gewesen und war immer viel auf dem Wasser. Ja, und das hat sich dann alles so entwickelt, dass ich dann irgendwann, dass mir immer klarer wurde, dass das hier mein Habitat ist. Vielleicht als Doku ganz okay. Na, das ist hier der Rockfisch. In der Geschichte der Bucht ein ganz wichtiges Element, das würde ich jetzt einfach mal so knallhart gerade raus sagen. Mit dem Boot wird hier so ziemlich das meiste gewuppt, von Umweltschutzaktionen, Bergungsaktionen. Es ist mal wieder eine gute Tonne zusammengekommen. Fahrräder, Roller, Einkaufswagen. Ich habe hier in dem Boot, habe ich sogar 5 Jahre lang gewohnt. Hatte ich hier mein Bettchen, darunter hatte ich meine Klamotten, hatte ich hier mal einen Eimer mit Frischwasser, wo ich mich dann geduscht habe morgens. Jetzt ist es Kinderspielzimmer. Das ist Noah, das ist mein Sohn, wurde hier auf dem Wasser gezeugt und ist groß geworden. Und wie alt bist du? 5. Und nächstes Jahr kommt er in die Schule. Noah kann jetzt seit kurzem, deswegen hat er gerade seine Weste nicht an, weil ich schon schwimmen kann. Das ist hier quasi unsere Nachbarschaftsinsel. Das sind hier so mit meine besten Freunde. Wir liegen hier zusammen, wir sind 3 Familien und 2 Einzelpersonen, die hier auf ihrem Booten leben. Hier wohne ich gerade. Kommt mit rein. Wir wohnen hier zu dritt. Da musst du genau überlegen, was du brauchst und was wichtig ist. Das Bett kann man ausklappen. Das ist dann für Mama und Papa das Schlafbett. Und er hat hinten da seine Bude. Das ist der Ofen, der hält die Bude warm. Das ist immer so die erste Frage, die ich von allen Leuten kriege. Ist es nicht kalt im Winter? Ist es nicht? Leben auf dem Wasser ist sicherlich eine Alternative. Allerdings fehlt dafür noch sehr viel gesetzter Raum. Also Raum, dass nicht der Anarchismus quasi total freidreht. Dadurch, dass es halt auch immer mehr Leute hier auf dem Wasser leben, hast du halt auch immer mehr Schicksale. Du hast wirklich von dem Touristen, der sich auf eBay Kleinanzeigen ein Boot schenken lassen hat, bis zum Millionär, bis zu Obdachlosen, bis zu schwerst Drogenabhängigen, bis zu Familien. Es ist wirklich super facettenreich an Menschen hier, die hier auf dem Wasser leben. Das Wasser bietet theoretisch einfach genug Raum und wurde bisher auch noch nicht so stark genutzt. Also natürlich funktioniert Gentrifizierung auch auf dem Wasser und das sehen wir gerade hier an der Bucht immer mehr. Jedenfalls hat die Dichte auf dem Wasser zugenommen, genauso wie die Dichte in der Stadt. Das ist ja nur ein Spiegel von dem, was da passiert. Und natürlich auch die kommerzielle Nutzung des Wassers hat damit auch zugenommen. Es gibt halt 2 Sorten von Leuten, die auf dem Wasser irgendwie unterwegs sind. Das sind halt entweder Leute mit sehr, sehr viel Geld oder halt Leute, die alles selber machen und tatsächlich dann auch auf ihren Booten leben. Also einer der Sachen, die mir am meisten aufstoßen hier auf dem Wasser, ist tatsächlich dieser Trend zum Airbnb. Ziemlich verwerflich, und ich beobachte hier mehrere Leute, die das machen, sehr professionell, und Leute, die es immer mehr nachahmen. Ich bin der Kapital. Pro Nacht kann ich da für 150 Euro vor der Bucht ankern und mit der Sonne auf dem Wasser aufwachen. Das ist natürlich total schön. Bedeutet eben aber auch, dass Leute diesen speziellen Ort für sich kapitalisieren. Es gibt natürlich auch
Leute, das ist nicht die Mehrheit, aber die stetig versuchen, hier sozusagen das Wasser von Menschen zu befreien und lieber eine leere Bucht haben wollen, anstatt dass hier Kultur passiert, dass hier Leben passiert, dass hier Leute vielleicht auch auf dem Wasser leben können. Den politischen Druck oder den Druck um die Bucht herum merken wir schon an verschiedenen Stellen. Es gab immer mal wieder auch den Versuch, hier ein Ankerverbot auf der Rummelsburger Bucht einzuführen, was bedeuten würde, dass die Boote, die hier jetzt vor Anker liegen, einfach nicht mehr hier liegen dürften. Und das sind politische Prozesse. Also das sind nicht einfach nur Einzelpersonen oder Vereine, sondern das sind politische Parteien, die versuchen auf Bezirksebene die Rummelsburger Bucht sauber zu machen. Diese Möglichkeit, verdrängt zu werden, mit der leben wir eigentlich schon von Anfang an. Also es waren ja Versuche von Berliner Politikerinnen, das zu unterbinden, aber das Gute ist, es ist eine Bundeswasserstraße und deshalb hat Berlin hier ziemlich wenig zu melden. Das Land Berlin darf nicht entscheiden, wer auf dem Wasser liegt, aber Berlin darf entscheiden, wer ans Ufer gehen möchte. Und dementsprechend werden hier alle Ufer zugepflastert mit Verbotszonen. Dementsprechend wird es halt echt eng. Aktuell ist das Leben auf dem Wasser super elitär. Die Liegeplatzkosten sind krank, unglaublich hoch, teilweise bis zu 1000 Euro für ein Boot wie das. Selbst wenn du Geld hast, heißt es noch lange nicht, dass du überhaupt einen Liegeplatz bekommst. Wir haben als Anarche-Kollektiv natürlich auch den Anspruch, diesen Raum wieder für alle Leute zu ermöglichen. Wir sehen aber auch, dass das nicht so einfach durchzusetzen ist, wie wir uns das gerne wünschen. Du musst ernsthaft viel Geld ausgeben, um ein vernünftiges Boot zu haben, wo du ernsthaft drauf leben möchtest. Weil ganz am Ende brauchst du trotzdem immer einen funktionierenden Motor. Das sind Sachen, die kannst du nicht selber bauen. Kannst du vielleicht schon, aber auch das kostet viel Geld. Also es ist leider nicht für alle Menschen zugänglich, das wissen wir auch. Wir versuchen aber sowohl in den Kollektiven, die hier aktiv sind, möglichst die Arbeit abzunehmen für andere Leute. Das heißt, wir machen die Boote winterfest, wir machen die Boote wettertauglich und wir versuchen, die Infrastruktur so zu bauen, dass andere Leute sozusagen den Raum trotzdem nutzen können. Und natürlich sagen wir den Leuten auch, wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr uns kontaktieren. Für mich steht es auch oft im Vordergrund, dass ganz am Ende die Natur belastet wird, wenn ihr zum Beispiel ein Boot untergeht und ich nicht helfe. Und die Natur kann ja nichts dafür. Und wir haben als Gemeinschaft damit auf dem Wasser irgendwann auch gemerkt, dass wir gemeinsame Sachen machen können. Und deswegen hat sich die Spreepublik gegründet. Das ist so ein bisschen so ein Interessensverband oder ein Dachverband für die Boote hier in der Bucht. Weil wir auf der Bucht mit anderen Booten zusammen einen freien Hafen etablieren wollen, der es so ein bisschen ermöglicht, das, was wir hier alle machen, auszuverstetigen. Also nicht nur für uns möglich zu machen, sondern im besten Fall auch für Generationen nach uns. Und halt auch zeigen, dass hier nicht nur Chaos auf dem Wasser ist, sondern auch durchaus Kultur, Subkultur und dass es auch gut und wichtig ist, dass wir hier auf dem Wasser sind und dass wir auch Partizipation einfordern in der Stadtplanung. Wir sind hier und wir bleiben hier. Ich sehe das auch als Potenzial, um halt Projekte auf dem Wasser nicht nur in der Bucht, sondern berlinweit oder deutschlandweit, vielleicht sogar europaweit zu vernetzen und eine Anlaufstelle für solche Projekte sozusagen zu schaffen. Wenn das wegfällt, wäre die Frage natürlich, wo sonst? Also auf dem Land werden die Räume immer weniger, da werden die Räume immer teurer und kleiner. Und es wird dadurch einfach ein kleineres Angebot dessen geben, was wir hier gerade alle versuchen. Also eine nicht kommerzielle Kultur für alle zu schaffen.